Es gilt jetzt auch, die Hilfen sehr zielgenau zu dosieren und zielgenau meint hier auf die einkommensschwachen Haushalte zu beschränken. Andernfalls wirken die Hilfen kontraproduktiv. Sie würden dann nämlich den Inflationsdruck weiter erhöhen und damit insbesondere denjenigen, die geringe Einkommen haben, das Leben noch schwerer machen. Es wäre jetzt eine gute Idee, Tarife wie Transferleistungen des Staates auf Räder zu stellen, sie also schnell an die höhere Inflationsraten anzupassen. Unternehmenshilfen sollten möglichst EU-weit koordiniert werden, um einen Subventionswettlauf und damit eine Wettbewerbsverzerrung innerhalb des europäischen Binnenmarktes zu vermeiden. Im Basisszenario dürften das Kurzarbeitergeld, und zwar das reguläre Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen ausreichen, um Unternehmen über diese schwierige Periode zu bringen.